Wir haben immer noch so viel Mist bei uns. Ach, durch die ganzen Zauberwaffen, die wir haben, ne? Vieh. Okay. Was ist das denn hier? Velots Urteil. Das Ding wiegt zu viel! Alter, das hat ein Gewicht von 96. Kein Wunder, dass wir nichts tragen können. Ich finde das so geil, dass er einfach nur was, dass er mich einfach nur als eine Riverine erkennen braucht und schon geht's ihm gut. Das finde ich interessant. Warum kann ich eigentlich seine Fessel nicht lösen? Muss es doch. Vieh. Was? Ey! Du bist das. Stirb, du Sau! Stirb, 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 stirb! Die hat aber normal gestöhnt. Arenara. Oh, nö! Scheiße. Oh, Mann, oh. Tja, ich würde mal sagen, blöd gelaufen, ne? Ich muss die Rückkehr wirken. Und ich habe natürlich keine Markierung. Es ist zum Kotzen. Hallo? Jetzt kann ich die Markierung... Es ist doch wohl nicht wahr, ne? Ich kann jetzt im Ernst keine Markierung setzen. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ich wollte... Jetzt will ich mal eine setzen, jetzt geht's nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Vorher geht da ein regelrecht auf den Sack damit und dann, wenn man sie braucht, dann funktioniert es nicht. Super. Aber ich wirke jetzt die Rückkehr. Oder noch besser. Nee. Hm. Ich wirke mal den göttlichen Eingriff. Mal sehen, wo ich dadurch hinkomme. Göttlicher Eingriff da. Mal sehen, wo ich lande. In Sadrith Mora. Das passt ja. Das passt sogar ziemlich gut. Fällt mir gerade mal ein. Das passt wirklich gut. Weil dadurch können wir nämlich zur Magiergilde und von dort aus dann nämlich direkt nach Balmora. Das ist gar nicht schlecht. Nein, das ist die Kriegergilde. Fuck. Das war der falsche Ort. Muss ich noch einen runter? Nee. Jetzt bin ich zu weit. Kaiserlicher Schrein. Wolfenhalle. Ich muss einen höher. Da ist die Magiergilde. Um was ja. geht es denn? Alter, bin ich bei dir hoch angesehen. Wahnsinn. Erstmal nach Caldera. Ich grüße euch. Worüber sollen wir sprechen? Habt ihr mir etwas zu sagen? Nö. Wir besuchen mal wieder einen alten Freund, ne? Kennt ihr ja inzwischen auch schon in- und auswendig. So. Ah, ich denke mal, die Vampir-Quest schaffen wir noch. Jedenfalls sorge ich dafür, dass wir die noch schaffen werden. Aber Alter, der Hammer. 96 Pfund nimmt das Scheißding weg, ey. Sind die denn wahnsinnig? Können wir doch nicht so eine Waffe in die Hand drücken. Aber immerhin, dann werde ich auch mal die Dädrischen und die Ebenerz-Streikkolben mal los. Das passt. Das ist in Ordnung. Zack. So, reicht. So, und dann kehren wir jetzt direkt nach Balmora zurück. Kreuz und quer durch Morrowind hier. Beziehungsweise durch Wardenfell. Hör auf zu meckern. Balmora. Gut, dass es die Magiergilde gibt. Ja, ich grüße zurück.
wusste gar nicht mehr, wo ich raus muss. Oh, Alter, jetzt steht die Alte genau in der Mitte, oder was? Oh, Mädel. Ich hasse es. Du stehst... Wer hat das dort hingelegt? Du stehst im Weg. Frau. Mann, 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 Mann. So eine Frau steht einfach im Weg. Echt schlimm. So, Hammer brauche ich nun aus der Truhe wirklich nicht rausnehmen, falls sofern da welche drin sind. Das verkaufen wir, das behalte ich. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Das, 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 das. Und das war's. So. Gehen wir nochmal zu unserem alten Khajiit-Freund. Verkaufe den ganzen Kram. Das alles hier. Die ganzen Tränke, die wir gebraut haben. Kann er auch haben. Hm, schon zu viel. Kriegst du da auch zu viel? Komm, dann nehme ich die Diamanten zurück und du kriegst das Buch, so. Kriegst noch die dädrischen Münzen. Maximaler Verkauf. Zack, fertig. Ich raube die Leute regelrecht aus, so ein bisschen. Scheiße. Oh Mann. So, dann gehen wir nochmal zu der Alchemie-Tante. Handeln. Zack. Ich werde sowieso ein bisschen überziehen, das kennt ihr ja schon von mir mittlerweile. Perfekt. Siehst du, dann haben wir auch wieder ein bisschen Gewicht freigekriegt. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch diesen blöden Hammer loswerden, weil der frisst wirklich verdammt viel Platz. Eieieiei. Ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder fast um, ey. Wahnsinn. Aber wie gesagt, die Vampir-Quest werden wir definitiv noch abschließen. Vom Tempel. Also wir müssen höher als Prophet... Also wir müssen mindestens Prophet sein, damit wir einen Wehweg von dem Anführer da Quests bekommen. Schon mal gut zu wissen. Ich hätte echt gedacht, ich würde den Tempel früher fertig kriegen. Aber nee, dem ist gar nicht so. Okay, gut. Sucht ihr spezielle Werkzeuge? Meine Preise sind sehr gut. Das musste ich gerade ausnutzen, dass die Alte da wegging. So, dieser Kackhammer. Guckt euch das an, wie viel Platz ich auf einmal habe im Inventar. Das ist Wahnsinn. 314. Sucht es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Meine Preise sind sehr gut. Der eine Typ redet immer noch, sie ist schon längst fertig. Auch geil. So, die Sachen brauchen wir alles nicht. Wir brauchen keine Vampir-Ausrüstung, hallo? Ich bin doch nicht irgendein Typ. Ich bin der Viper, der Gute. Ne? Wir können kämpfen. Wir wissen, wie es funktioniert. So. Oh, das war falsch. Oh, die Seensteine können wir da reintun. Brauchen wir auch nicht. Da kommen die Zauberrollen rein. So. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. So, dann rasten wir nochmal ein bisschen. So. Schön im eigenen Bett pennen. Und wieder stehen sie alle im Weg. Ihr seid hier fast zu einer Legende geworden. Bitte sprecht. Hätte man nicht hier auch noch eine schöne Luke einbauen können, damit man direkt nach unten kommt? Nein, blockiert die Alte wieder den Weg. Mein Gott, nochmal. Immer dasselbe. Immer blockiert die Tante den Weg. Schlimm. Dann machen wir es eben so. So. So, jetzt gehen wir zur Magiergilde. Von dort aus direkt nach Sadrith Mora. Kann ich euch helfen? Und machen uns dann direkt auf den Weg zu der Dwemer-Ruine. Bereit.
Und machen dort weiter, als wäre nichts gewesen. Sadrith Mora. Das war's. Sie ist zu weit. Ich höre jemand anderen. So, dann schreiten wir mal gemeinsam weiter voran, Freunde. Ich glaube, ich werde das feste Wasser brauchen. Auf so einen Zauber kann man echt nicht verzichten, muss man echt sagen. Also, der ist echt gut, festes Wasser. Auf diese Steine können sie bauen. Schleichwerbung. Aber es fiel mir nur gerade ein, wo sie so gepfiffen hat. Was soll ich denn machen? Ja, so weit ist das Grab gar nicht entfernt. Wie gesagt, da ich das ja nicht rausschneide, machen wir ein bisschen länger. Also ich nehme ein bisschen länger auf mit euch zusammen. So 15 Minuten wahrscheinlich wieder. Vielleicht sogar eine halbe Stunde mehr. Also dass es ein Part mehr gibt. Könnte ich theoretisch auch machen, aber mal gucken, wie wir das machen. Dann wären es quasi zwei Viereraufnahmen. Weil so wird das in Zukunft sein, dass ich wirklich nur noch vier Parts aufnehme. Das heißt, es könnte sein, dass die Parts dann in Zukunft noch länger werden. Dass sie dann statt, was weiß ich, 30 Minuten, 45 Minuten gehen. Das kann durchaus passieren. Ich gehe das mal. Ganz geschickt. Alter, wie viele Klippenläufe hier einfach unterwegs sind. Bevor die den Kampf anfangen, fange ich den lieber an. Yep. Ja, ist ja gut, beruhig dich. Vor allem, ich zuck immer noch zusammen von diesem Gewitter. Das finde ich geil. Es hat nichts von seiner alten Bedrohlichkeit verloren. Schön ins Auge gestochen, die Sau. Geil. Aber wir sind recht schnell. Also wir dürften auch recht zügig dort ankommen. Da es ja namensträchtige Vampire sind, dürften die auch nicht nachspawnen. Den sollte ich mal nicht angreifen. Das wäre nicht so klug. Das ist ja die Lieblingshütte von dem Lothar, wenn ich das richtig verstanden habe. Der spielt ja sehr gerne für die Telvanni. Und ich kann ehrlich gesagt auch langsam verstehen, warum das so ist. Weil so bekloppt wie die sind, also für die muss man ja schon fast spielen. Aber wie gesagt, ich bin nicht so der Magier-Typ. Ich bin eher so der Krieger-Typ. Der Hau drauf-Typ quasi, wenn man so will. Irgendwo hier war die... Bin ich jetzt total bekloppt? Hier war doch die Ruine schon. Oder bin ich jetzt doof? War doch hier. Kann doch nicht sein, dass die Ruine jetzt weg ist. Da ist sie, meine ich doch. Nicht nachmachen. Das sollte man wirklich nur dann machen, wenn man Dunmer ist. Dann kann man es machen, weil die Feuerimmunität, die mildert das doch ganz gut ab. Aber als Kaiserlicher oder so würde ich das nicht machen, weil es kann ganz schnell zum Tod führen. Und das geht schneller, als man denkt. So, jetzt sollte das auch besser klappen. 4. So, die können wir komplett ausluten. Oder ausbluten, je nachdem. Ah, ein Rubin. Du kannst nicht fliehen.
Du kannst nicht fliehen. Was hast du denn für ein Problem, sag mal? Ich finde das irgendwie lustig. Oh! What? Dädrische Stiefel, ey, leck mich am... Alter! Die wollte ich sowieso nicht haben. Alter, dädrische Stiefel, geil! Ach, guck an, jetzt können wir das öffnen, siehst du? Interessant. Na? Dann so, euer Verbrechen wurde den Wachen gemeldet. Das wär's. Wo man sich dann fragt, welche Wachen? Na? Komm schon. Komm schon. Für Papi. Komm schon. Oh Manu. Gut, ich habe ja noch ein paar mehr Dietriche. Ist ja nicht so, dass ich keine Dietriche mehr habe. Ah! Ach du Scheiße. Ja. Ich glaube, das mache ich dann offscreen. Das mache ich definitiv offscreen. Alter! Heft. Ebenerzwurfsterne, okay. Das mache ich echt offscreen. Alter. Da sind so geile Sachen drin. Super, es bleibt genau ein Punkt übrig. Haltet den Dieb. Ich finde das so geil. Die schreien alle, haltet den Dieb und hier und da, aber... Was wir wirklich was tun können sie auch nicht. Na? Oh süß, du hast mir ja einen Ahnengeist gerufen. Das ist aber nett von dir. Schrei. Wurfsterne. Mhm. Ja, ja. Vampire sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Oder was sie sein werden. Mhm. Falle. Habe ich die Sonne eigentlich noch oder habe ich die schon aufgebraucht? Ich glaube, ich habe die aufgebraucht. So wie es aussieht. Ich bin gespannt. Geil. Sicherheit auf 24. Natürlich. Also ich werde die Sachen offscreen mitnehmen. Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt wirklich keine Lust zu. Weil ich will jetzt einfach nur die Quest abschließen. Das mache ich offscreen. Das mute ich euch nicht zu. Es sei denn, ich werde jetzt nochmal voll. Dann muss ich wirklich nochmal zurücklatschen nach Molag Maar und dann alles da verkaufen. Dann nochmal hierhin zurückkommen. Ernsthaft jetzt? Ach ja, dann benutzen wir eben unsere besondere Fähigkeit. Habe ich ja auch lange nicht mehr gemacht. So. Jo! Das nehme ich doch gerne mit. Geil. Richtig schön. Ausrüstung für mich. Geil. Damit ich noch mehr klauen kann. Hallo? Schnauze. Schnauze. Hast hier nichts zu melden, Vibe. Du bist immerhin in Ketten gelegt. Nicht so wie ich. Frei. So. Ah, Geld. Halt doch mal die Schnauze, Mann. Das ist mein Geld. So. Ich hab's dir nur geliehen. Aber wenn du so blöd bist und dich gefangen nehmen lässt, hast du auch selber Schuld. Gut, also er hält sich anscheinend im Observatorium auf. Wenn ich das richtig sehe. Wenn das... Oh, hi, na?
Gott. Den haben wir schon mal aufgebraucht. Okay, es rennen noch mehr Zwergenkonstruktionen rum. Vieh. Mhm. Was? Der kam sogar extra runter. Okay, interessant. Aber auch dich wird das nicht retten vor der Vernichtung. Vieh. Was? Hinterm! Du bist ja nur so eine, du. Bist aber ein böses Kätzchen, du. Schleiß dich einfach von hinten an mich ran. Das geht doch nicht. Auch nicht. Okay. Interessante Wesen, die sich hier umtreiben. Der ist ranzig. Oh nö, ein Schmiedehammer. Gut, also ich werde offscreen definitiv nochmal hier hinkommen. Aber alles mitnehmen kann ich wirklich nicht. Schade eigentlich. Wirklich schade. Wenn es nach mir ging, würde ich echt alles mitnehmen. Alter, unbehandeltes Vulkanglas. Plumps, erledigt. Das futtern wir gleich und tschüss. Ich würde mal ganz gerne gerade mal... Danke. So, ich schmeiße jetzt mal sämtliche Zivilkleidung, die wir gerade bekommen haben. Weil die frisst nämlich auch mächtig Gewicht. Bringen wir alles mal hier unter, weil das brauchen wir sowieso nicht. Ganz ein Scheiß hier. Weg damit! Brauchen wir... Was ist das denn hier? Gewöhnliches Hemd, okay. Das sieht aber sehr exotisch schon aus. Für ein gewöhnliches Hemd? Ah, gut. Die haben sowieso alle keinen großen Wert. Genauso auch der hier. Weg damit. So, der kam also von hier oben runtergesprungen, der Vampir. Okay. Das ist auch ein sogenanntes Vieh. Ah, das Observatorium. Da bist du, Penner. Dich habe ich gesucht, du Arsch. Jo, das war er. Rubin, Dädraherz. Okay. Die sind das. Geheimnisse der Animun... Ja, alles klar. Gesundheit. Habe ich noch Platz? Ja, gerade so. Ja, für das Buch reicht es aber nicht. Toll. Schön, wir haben es geschafft. Wir sind durchgekommen. Hehe. Wunderbar. Können wir das noch mitnehmen? Das war klar. Futter das D3-Herz. Scheiß drauf. Oh, die Willenskraft ist runter. Oh, oh. Oh ja. Willenskraft wiederherstellen. So. Und wieder ausstatten. Sehr schön. Da werde ich mit euch zusammen nochmal die Rückkehr wirken. Dann gehen wir nochmal ein bisschen verkaufen. Und dann ist tatsächlich schon Schluss für heute. Mit Morrowind. Er wird die Länder von Wardenfell nicht länger plagen. Ihr habt euch beim Tempel große Ehren verdient. Ihr seid nun Prophet. Na. Endlich bin ich Prophet. Habe ich mir doch schon immer gewünscht. Nicht. Ich wollte nie mit Cain gleichziehen. Aber okay. Ich habe es jetzt getan. Wie gesagt, offscreen werde ich mich nochmal ein bisschen um die Ruinen kümmern. Das heißt, sämtlichen Kram, den ich da gefunden habe, mitnehmen.
Was mit den NPCs da ist, weiß ich nicht. Ob die sich selber befreien oder ob man die befreien kann irgendwie. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weil eigentlich hatten wir ja einen Schlüssel bei uns. Verkauf den Scheiß. Ich glaube, der Bogen ist besser. Das heißt, den werde ich mal verkaufen. Diese ganz normalen Mistwaffen können wir alles verkaufen, brauchen wir nicht. Auch die magischen Wurfgeschosse hier brauchen wir nicht. Und auch das hier brauchen wir nicht. Wenn das irgendwas Besonderes wäre, würde ich sagen, okay, wäre ein Argument, aber so, nö. Auch das hier, weg damit. 750, dankeschön. So, haben wir hier noch einen normalen Händler? Nein, das sind die Kriegswappenträger. Ich falle da jedes Mal drauf rein. Und dann werden wir noch die nächste Quest annehmen für den von dem Tempel. Es sei denn, er sagt, oh, ich habe keine andere Quest mehr. Dann mache ich das so, dass wir dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder zusammen aufnehmen, dass wir dann tatsächlich in Vivek anfangen, weil dort können wir ja dann mit den Anführer sprechen, mit dem Obersten, mit den Erzkanoniker oder wie sich der Typ nennt. Das und das, das kannst du haben. Die Dätrischen Stiefel kriegst du garantiert nicht. Die werde ich schön behalten. Schöne Dätrische Rüstung. Finde ich auch geil, dass wir nochmal eine Dätrische Rüstung überhaupt zusammenkriegen können. Weil das ist jetzt, glaube ich, der dritte Teil, den wir bisher erbeutet haben davon. Kann ich die verkaufen? Ich brauche die nicht. Ich brauche die wirklich nicht. So, dann nehme ich dir das noch ab. 5 war. Scheiß ich drauf, echt. Zack, weg damit. Die Hammer brauche ich nicht. Ich habe so viel Werkzeug, da brauche ich nicht noch das. Wirklich nicht. So, dann kehren wir nochmal zum Tempel zurück. Mal gucken, was der Typ hier jetzt sagt, was er noch für einen Auftrag für uns hat, wenn er einen Auftrag hat. Das werden wir dann sehen. Und dann ist auch tatsächlich Schulz für heute. So, Beförderung, ja. Aufgaben. Das habe ich mir gedacht. Ufolaren in der Geisterpforte. Okay. In der Geisterpforte jetzt also auch. Interessant. Gut, das mache ich dann aber beim nächsten Mal. Also das heißt, wir starten dann höchstwahrscheinlich vielleicht sogar in der Geisterpforte statt in Dings. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Elder Scrolls 3 Morrowind. Aber bis dato wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir es gucken werdet. Und ich sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.